Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und in diesem Video gibt es dieses Mal etwas zum Thema PowerPoint und zwar Fallstricke, Probleme beim Einbetten von Videos und Bildern und wie man damit umgeht bzw. wie man diese Probleme lösen kann. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst doch bitte ein Abo oder ein Like. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann benutzt doch noch das Glöckchen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, ich habe hier schon eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Die öffnen wir jetzt erstmal. Und das ist jetzt das Thema. Und hier oben komme ich dann nochmal später darauf hinzu. Also das ist jetzt nicht dieser Lehrgang hier, das ist jetzt nur ein Praxisbeispiel, was ich nachvollziehen will. Und dann fangen wir mal an. So, das Einfügen von Bildern bzw. auch von Videos haben ja einige schon getan, sicherlich. Also deshalb will ich jetzt auch nicht völlig im Urschleim anfangen. Und zwar, es geht ja jetzt nur um die Probleme, die damit einhergehen. So. Und zwar, wenn ich jetzt dieses Dokument hier gespeichert habe, ohne Videos und alles, habe ich hier eine Größe von 40 Kilobyte für diese PowerPoint-Präsentation. Wenn ich jetzt ein Video einbette, das heißt, ich nehme jetzt mal das kleinere Video, dann ziehen wir das mal hier so auf die Position und wir speichern die PowerPoint. Dann sehen wir, dann ist die PowerPoint jetzt gleich mal um 57 MB gewachsen. Nur wegen diesem einen Video. Jetzt kann man sich das natürlich vorstellen. Also das gleiche passiert bei Bildern. Natürlich wird der Sprung nicht so hoch sein, aber gehen wir mal davon aus, wir haben 30, 40 PowerPoint-Seiten und fügen hochauflösende Bilder, vielleicht für einen 4K-Bildschirm mit ein. So, dann wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen. Und das ist ja jetzt noch eine relativ harmlose Variante. Das heißt, ich zeige jetzt mal ein anderes Beispiel. Also sollte das Video ein bisschen länger sein, ein bisschen höher aufgelöst, dann verstärkt sich das Problem natürlich noch um einen wesentlichen. Dann nehme ich jetzt mal dieses Video. Man sieht, er braucht auch schon eine ganze Weile, um das überhaupt da einzufügen. Das hier mal rein und sagen, wir speichern das jetzt. So, da braucht allein schon für das Speichern eine ganze Weile und wir sehen, der ist jetzt, jetzt ist die PowerPoint-Präsentation schon nur wegen diesem ein Video auf 2 GB angestiegen. So, jetzt gibt es natürlich Hinweise, wie man das verkleinern kann. Gehen wir jetzt mal hier auf Datei, Speichern unter, PowerPoint und sagen hier mal, das ist jetzt die PowerPoint-Präsentation 2a. Und nochmal als Beispiel. Dann gibt es hier die Methode Medien komprimieren. Also einfach hier auf Start, Medien komprimieren, also wir zeigen es jetzt nochmal. Jetzt ist die zweite Datei auch 1, also fast 2 GB groß. Und jetzt kann ich hier auf Medien komprimieren gehen. Und jetzt komprimiert er das Ganze. Dauert ein wenig. Ich werde das natürlich ein bisschen beschleunigen. So, jetzt hat er es gleich geschafft und wir sehen, dass der jetzt eine Komprimierung von 1,6 GB erreicht hat. So, ist natürlich noch nicht gespeichert, das heißt, wir gehen zurück und sagen Speichern. Und wir sehen, jetzt haben wir nur noch eine Größe von 248 MB. So, das hat jetzt natürlich relativ viel gebracht in dem Fall. Die Komprimierung, die bezieht sich dann auch auf die Bilder, also auch die Bilder werden komprimiert.
Problem bei dieser Methode ist natürlich, wenn man an der PowerPoint weiterarbeitet und dann ein zweites Mal auf Medienkomprimieren geht. Moment, jetzt müsste ich mal eine kleine Änderung hier machen. Also das heißt, ich schiebe mal irgendwas. Datei. Und jetzt könnte ich wieder die Komprimierung machen. Das heißt, man hat ja dann Bilder dazu gemacht. Das heißt, jetzt komprimiert er diese 242 MB nochmal. So, das ist natürlich langfristig gesehen eine Katastrophe, weil der sozusagen jedes Mal nochmal, 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 nochmal alles komprimiert. Und mit jeder Komprimierung wird natürlich die Qualität auch schlechter. Das heißt, gerade wenn man viele Monate an einer PowerPoint arbeitet, also immer wieder ändert, ändert und dann wieder auf die Komprimierung geht, würde das bedeuten, dass die Qualität dann wahrscheinlich irgendwann so schlecht ist, dass das nicht nutzbar ist. Also sollte man das so handhaben, dass man die PowerPoint, das Original immer behält. Und immer wenn man diese Komprimierung ausführen will, um jetzt ein Endprodukt zu bekommen, dann speichert man das unter einem separaten Dateinamen ab und komprimiert dann das gesamte Projekt einmal. So, zweites Problem natürlich ist auch dabei, wenn man jetzt eine Präsentation hat mit sehr, sehr, sehr vielen Videos und Bildern, die Komprimierung dauert extrem lang. Also je nachdem, wie gut der Rechner ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten mit einem Notebook arbeiten und vielleicht ein durchschnittliches Office-Notebook haben, das heißt mit einem i5 und irgendwelche 8 GB RAM oder 16 GB RAM und einer SSD, das dauert seine Zeit alles. So. Jetzt machen wir das mal hier zurück und wir nutzen jetzt mal eine zweite Methode. Also grundsätzlich ist ja das Problem, wenn wir jetzt hier Videos reinholen und wenn wir zum Beispiel, also wir nutzen das mit den eingebetteten Videos, so wie das jetzt ist. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Größe und ich würde jetzt mal das mal schnell austauschen, um ein anderes einfügen. Video und wir nehmen jetzt mal das kleinere Video wieder rein. Jetzt haben wir hier diese Präsentation so und speichern das Dokument. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier wieder diese 57 Megabyte. So, das ist jetzt, also das heißt, jetzt hätten wir 10 Folien mit A-Videos und jetzt speichern wir das hier bei jeder Änderung und vielleicht während des Arbeitens 5, 6 Mal wird gespeichert und dann haben wir das vielleicht in die Nextcloud oder ins Team Drive oder in die Dropbox oder was auch immer irgendwo reingelegt oder OneDrive von Microsoft halt und dann haben wir das Problem, es wird halt bei jedem Speichern gesynkt. Das heißt, wenn ich das Dokument jetzt hier gespeichert habe, dann erkennt er ja, dass wir hier eine neue Datei haben oder eine neue Dateiversion und die wird natürlich nach oben geladen. So, und jetzt kann ich ja mal hier reingehen, beziehungsweise wir nehmen jetzt mal dieses hier, zeige Dateiversion. Das heißt, jetzt haben wir zwei Dokumente drin. Das heißt, das ist jetzt das aktuelle im Dateisystem, das ist noch nicht hochgeladen, 54 MB und wir haben die vorhergehende Version mit 243 MB. Die fressen natürlich auch den, sag ich mal, den Cloud-Speicher auf. Bei TeamDrive habe ich ja die Möglichkeit, die Versionierung zu begrenzen. Das heißt, ich habe jetzt den Space auf 5 begrenzt. Das heißt, würde ich jetzt mit diesen weiterarbeiten, hätte ich mit 5 dann reichlich 1 GB an Daten. Also sagen wir fast 1,5 GB an Daten. Wenn ich jetzt das große Video genommen hätte, hätte ich bei den 5 dann sozusagen schon fast 10 GB Speicher verbraucht. So, ganz oft ist es aber auch so eingestellt, dass man eine unlimitierte Versionierung hat. Das heißt, mit jedem Speichern wären das mehr. So,
Dann hat man natürlich auch das Problem, wenn die Videos, sag ich mal, also man hat jetzt, sagen wir mal, so eine 5 GB große PowerPoint-Präsentation. Wenn man die jetzt zumacht, der braucht seine Weile zum Hochladen. Also das ist ja nicht so, dass das in 2, 3 Sekunden erledigt ist. Und dann kann das sogar so weit gehen, dass man dann schon 3 oder 4 Versionen gespeichert hat und die alle noch nicht hochgeladen sind. Das ist gerade, wenn man dann wirklich mit einer Sync arbeitet, wo andere auf dieselben Verzeichnisse zugreifen sollen, kann das sein, auf der anderen Seite ist da noch eine sehr alte Version. Auch problematisch, man beendet halt die Arbeit, man hat spät abends gearbeitet, speichert sozusagen das Dokument und fährt seinen Rechner sofort hinunter. Dann hat er das auch noch nicht geschafft, in die Cloud hochzusinken. Das heißt, lokal liegt die aktuelle Version und in diesem Cloud-Speicher liegt nicht mehr diese aktuelle Version. Außerdem gibt es auch noch ein weiteres Problem, und zwar, wenn man jetzt ein Referent ist oder ein Lehrer oder was auch immer, und man hat dieselbe PowerPoint-Präsentation nur mit leichten Modifikationen, vielleicht 5 oder 10 Mal, und würde die Videos eingebettet haben, dann frisst natürlich jede dieser Versionen einmal den Speicher. Das heißt, wenn ich jetzt die jetzt hier kopiere und sage, das ist jetzt meine 2b zum Beispiel, dann hat auch diese zweite PowerPoint-Präsentation und alle Versionen würden halt diese 57 MB jetzt fressen. So, das heißt, ich starte die jetzt mal. Und dann kann ich jetzt hier sagen, ich habe die leichte Modifikation, ist jetzt in dem Fall bloß die Lehrgangsbezeichnung in dieser Präsentation. Na, komm her. Hätte ich natürlich auch geschickter machen sollen, aber es ist halt nur einfach vorbereitet. Also jetzt, das ist jetzt dieses Beispiel. So, speichern und jetzt sehen wir, jetzt haben wir beide sozusagen diese Größe. Das betrifft die Bilder und die Videos halt vorwiegend. So, wie kann man das jetzt ein bisschen ändern? Das ist erstmal sehr einfach. Und zwar, wir öffnen jetzt mal die PowerPoint-Präsentation. Und entfernen das Video einfach mal. So, dann speichern wir das. Die können wir weglöschen. Jetzt sehen wir, die ist sofort auf die 40 Kilobyte wieder geschrumpft. Was ja völlig akzeptabel ist. So, jetzt mache ich den nochmal auf. Und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz, könnte noch ein Problem darstellen, wenn man jetzt viele Animationen und so schon gelegt hat und automatischen Start für das Video und Co., dass die Größe trotzdem nicht kleiner wird, obwohl man das aus dem Projekt schon entfernt hat. Dann gibt es hier ein Werkzeug, das heißt auf Probleme prüfen. Also Dokument prüfen. Und wichtig wäre, also das würde ich jetzt alles ausmachen hier, und ich würde nur prüfen auf eingebettete Dokumente, nicht sichtbaren Inhalt erstmal und externen Folieninhalt. So, da geht man hier auf Prüfen. Also das würde ich grundsätzlich immer machen mit einer Kopie. Weil es kann natürlich auch sein, dass wichtige Sachen irgendwie entfernt werden, warum auch immer. Es ist jetzt hier kein Problem. Würde das Video jetzt nach dem Entfernen trotzdem noch irgendwie in dem Projekt drin sein, dann hätten wir immer noch die 57 MB, obwohl wir das Video gar nicht mehr sehen. Dann würde man das hier sehen und man könnte dieses Problem hierdurch beheben. Das heißt, er würde dann sozusagen diese nicht mehr verwendete oder die nicht mehr verwendeten Medieninhalte würde der dann in diesem Fall hier entfernen können. So, jetzt gehen wir mal zurück und jetzt fügen wir das Video mal neu ein. Also wie gesagt, das ist das gleiche bei Bildern. Also Bilder ist identisch das Ganze. Das heißt, wenn man jetzt hier Bilder einfügt oder jetzt hier ein Video auf meinem Computer. Also man könnte jetzt auch eine Verknüpfung in YouTube und Co. machen, ist aber immer das Risiko, wenn man dann dort an der Präsentationsstelle kein ordentliches Internet hat. Also ist ungünstig. So, und da können wir jetzt ein Video hier anklicken und nicht hier einfügen, sondern wir verknüpfen das Video einfach. Das heißt, mache ich jetzt mal hier kleiner.
Und dann schieben wir das hier in die Mitte und speichern das Ganze. Und da sehen wir, da hat sich die Datei zwar ein bisschen vergrößert, aber es sind halt nur sagen wir mal, 400 Kilobyte ist die größer geworden. So, und da sehen wir hier, also hier hatten wir noch 243 MB, hier waren 56, das war dann das kleinere, also das war das komprimierte große Video, das ist das kleinere eingebettete Video gewesen. Das war das ohne, also 49 Kilobyte rund, ohne das Video, und das ist jetzt die Größe mit dem eingebetteten Video. So, und jetzt kann man natürlich das hier nehmen und sagen, ich habe jetzt meine 3, 4, 5 Modifikationen. Also jetzt könnte man hier die 2b machen. Und die ist genauso groß. Aber halt nicht 57 MB, sondern halt nur knapp 500 Kilobyte. So, und dann könnte man halt hier jetzt den Medieninhalt ändern. Das heißt, das ist jetzt meine B. Und hier auch, ich hätte es ja auch übertragen können oder verknüpfen können als globales Element. So, und speichere das Ganze nochmal. Und wir sehen, wir haben jetzt die Größe. So, jetzt gibt es aber noch eine Sache zu beachten. Damit das ordentlich funktioniert, sollten die Videos nach Möglichkeit in demselben Ordner oder in einem Unterordner liegen. Das heißt, auch wenn man auf dem USB-Stick das kopiert oder halt auf dem fremden Rechner synchronisiert über die Cloud, sollten die Videos auf jeden Fall in derselben Ordnerstruktur oder darunter liegen wie diese PowerPoint-Präsentation. Wenn das irgendwo anders liegt und man verschiebt das, dann kann das passieren, dass das Video nicht gefunden wird. Ja, also am besten wirklich in das komplett selbe Verzeichnis. Das heißt, ich habe sie jetzt hier in das Unterverzeichnis V reingemacht. Es wäre aber wirklich günstig, das hier in das Unterverzeichnis, oder da, direkt in das Verzeichnis, wo die PowerPoint-Präsentation ist, reinzumachen. So, Vorteil ist, dass halt gerade bei der Cloud-Synchronisation als das Video einmal, also das liegt ja jetzt bei mir hier in dem Ordner V drin, synchronisiert wird und halt ansonsten nur die Inhalte, die man halt in der PowerPoint hat, separat und nicht mit jeder Änderung bzw. jeder Version der PowerPoint-Datei der komplette Speicherplatz für alle eingebetteten Videos und Bilder verschwendet wird. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal helfen, beziehungsweise euch ein paar Sachen so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich freue mich natürlich auch wieder über ein Abo oder ein Like auf mein Video. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die nächste Woche. Bis bald, euer Christoph.